Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich habe gerade tatsächlich vergessen, unsere liebe Steffi noch mal anzumorsen und zu fragen, ob sie heil unten angekommen ist und bereit jetzt mit uns Gottesdienst zu feiern und die Lesung zu übernehmen. Ich hoffe, sie ist da. Die letzten Sonntage habe ich das immer gemacht, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich hoffe, sie wird zu uns stoßen. Da ist sie schon und dann kann ich sie ja auch gleich ins Bild holen. Mal gucken, ob es klappt. Sehr gut. Ja, ich bin ja da, Reiztier. Ja, du bist da. Ich habe gerade überlegt, ob ich dir noch eine WhatsApp schicke und frage, ob du da bist, ob alles in Ordnung ist. Und habe gedacht, ich werde es ja dann sehen. Ich muss hier mal ein bisschen tiefer rutschen, merke ich gerade, damit man mir den Kopf hier nicht abschneidet. Ja, ja. Geht. Und sehe schon die Ersten, die stoßen zu uns. Ich hoffe, dass denen nicht langweilig wird, die schon im Gottesdienst vorhin da waren und jetzt die Predigt ein zweites Mal hören. Ja, das haben sie so gewollt. Das haben sie so gewollt, genau. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich sehe hier gerade ein freundliches guten Morgen. Ja, schön, dass es wieder geklappt hat. So, ich werfe einen Blick auf meine Uhr. Es ist 11:15. Also ich denke, dann können wir anfangen. Ja. Wenn denn alle soweit sind, legen wir los. Guten Morgen. Heilig der Anfang, Vater und Mutter des Lebens. Heilig die Liebe, die heilt und verbindet. Heilig der Geist, der vollendet und führt. Amen. Ja, und nochmal an alle, die jetzt noch dazu gestoßen sind, ein herzliches Willkommen hier zum Hausgottesdienst aus Steffis Wohnung und aus dem Helgoländer Pastorat und freuen uns, dass ihr dabei seid. Und wir beginnen mit einem Eingangsgebet. Dreieiniger Gott, Mutter oder Vater, Sohn und Heiliger Geist, dich wollen wir loben und deinen Namen preisen. Du gibst uns dein Wort und offenbarst uns darin deinen Willen. Du beschenkst uns mit deiner Liebe und gehst dafür den schwersten Weg. Du umhüllst uns mit deiner Gegenwart, die uns innerlich neu werden lässt. Hilf uns nun, dein Wort recht zu hören, deine Liebe zu spüren und uns innerlich zu öffnen. Amen. Ja, und ich hoffe, es gelingt euch gut, euch innerlich zu öffnen für den Bibeltext, den Steffi uns jetzt vorlesen wird, denn der ist heute am Trinitatissonntag besonders schön, wie ich finde. Der heutige Predigttext steht im 4. Buch Mose im 6. Kapitel. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israel segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen. Worte der Heiligen Schrift. Ja, Steffi, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich werde jetzt wieder Bitte auf gerne. Bild schalten, aber du bleibst ja dabei. So. Ja, ihr Lieben, ihr habt den Text gehört. Zum Thema Segen komme ich noch, aber ich möchte erstmal mit einem kleinen Frage- und Antwortspielchen anfangen. Und es mag ein paar unter euch geben, die das schon kennen, denn ich mache das nicht zum ersten Mal. Und zwar stellt euch vor, ihr trefft meine Mutter hier auf der Insel. Die ist sogar gerade da, also die Möglichkeit besteht durchaus. Und wenn ihr meine Mutter fragt, wer ist denn eigentlich diese Frau da in dieser grünlichen Jacke, die gerade im Internet mit euch Hausgottesdienst feiert? Was würde meine Mutter da wohl antworten? Und ihr dürft gerne die Kommentarfunktion benutzen. Schreibt es gerne rein, was ihr meint, was die Antwort meiner Mutter wäre auf die Frage, wer ist denn diese Frau da, ne, mit dem Zopf und der grünen Jacke, die da aus ihrem Wohnzimmer Gottesdienst feiert. Irgendeine Idee, was sie sagen könnte? Okay, die Facebook-Gemeinde ist etwas schüchtern.
Ich gebe euch die Antwort. Meine Mutter würde sagen, das ist meine Tochter. Ihr habt aber noch eine zweite Chance. Wenn ihr meinen Mann auf der Insel trefft, dann könnt ihr den fragen, wer ist eigentlich diese Frau, die da ganz früh morgens in quietschgelber Jacke übers Oberland joggt? Was würde der euch denn antworten? Wie gesagt, ihr könnt auch wieder gerne die Kommentarfunktion benutzen. Genau, da war eine Antwort. Nee, das ist nicht die richtige Antwort. Mein Mann würde nicht sagen, das ist meine Tochter. Mein Mann würde sagen, das ist meine Frau, die da morgens auf Joggingrunde geht. Genau. Ihr könntet auch meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden über den Weg laufen. Und wenn ihr die fragt, wer ist eigentlich die Frau, die euch beauftragt hat, Steine anzumalen mit Schöpfungsmotiven und die an der Steinschlange auf dem Oberland anzulegen. Was würden euch meine Konfis denn antworten? Ich sehe die Antwort schon in den Kommentaren, die war schon da. Was würden meine Konfis sagen, wenn ihr die fragt, wer ist das da? Die würden euch antworten, das ist unsere Pastorin. So, und ihr seht, je nachdem, wen ihr fragt, bin ich entweder Tochter, ich bin Ehefrau oder ich bin Pastorin. Aber mich gibt es ja nur einmal, mich gibt es ja nicht dreifach. Ich bin ja nur eine Person. Und ich kann sogar noch viel mehr sein als Ehefrau, als Pastorin und als Tochter. Ich bin zum Beispiel auch eine Cousine und ich bin eine Feuerwehrfrau. Und manchmal bin ich auch eine Ratsuchende. Ich bin für andere Pastorinnen und Pastoren Kollegin. Für manche Menschen bin ich Weggefährtin. Und für wieder andere bin ich einfach nur eine Fremde. Und trotzdem bin ich nur eine Person. Und je nachdem, was ich für diese Menschen bin, hat damit zu tun, in welcher Beziehung ich zu ihnen stehe. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Art der Beziehung bestimmt, wer oder was ich für mein Gegenüber bin. Und ich kann übrigens auch mehr als eins sein. Nehmt zum Beispiel, wenn ich mit einer Kameradin in einen Feuerwehreinsatz gehe, dann bin ich Feuerwehrfrau. Und wenn ich diese Kameradin kirchlich traue, sie und ihren Mann, dann bin ich für sie auch Pastorin. Also es gibt auch durchaus Kombinationsmöglichkeiten, wie ihr seht. Und nichts anderes ist das mit Gott. Deswegen erzähle ich euch das jedes Jahr wieder gerne am Trinitatissonntag, weil ich finde, dass es das ein bisschen einfacher, ein bisschen verständlicher macht, wie wir uns das mit der Dreieinigkeit vorstellen können. Mit Gott ist das ganz genauso. Je nachdem, auf welche Weise Gott mit uns Menschen in Beziehung tritt, ist Gott entweder der Vater, der alles geschaffen hat. Sehen wir in Gott den Vater? Den Schöpfer der Erde, oder wir erkennen Gott in Jesus Christus, erkennen in Jesus Christus den Mensch gewordenen Gott, oder wir merken, dass wir geleitet, geführt, getröstet werden und dann sehen wir Gott als die Heilige Geistkraft. Das wäre so diese klassische Sichtweise, ihr merkt es schon, ne? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sind drei verschiedene Dinge und trotzdem ist Gott nur ein Gott, je nachdem, wie Gott mit uns Menschen in Beziehung steht. Und da komme ich dann aber auch gleich zum nächsten Aspekt. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass Gott sich nicht nur auf eine Dreieinigkeit beschränken lässt, sondern dass Gott im Grunde eine Vieleinigkeit ist. Denn genauso wie ich nicht nur Tochter, Ehefrau und Pastorin bin, sondern auch Feuerwehrfrau, Weggefährtin, Ratsuchende, ne? Ihr habt das ja alles gehört, so ist Gott auch nicht nur Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern Gott ist auch Mutter, kann auch Freundin sein, kann auch Weggefährte sein und ganz, ganz viele Dinge mehr, je nachdem, wie Gott sich uns Menschen offenbart. Und deswegen bin ich davon überzeugt, Gott ist nicht nur eine Dreieinigkeit, sondern eine Vieleinigkeit. Und besonders, weil Gott ein segnender Gott ist. Wir haben den Text gerade gehört, Steffi hat ihn so wunderbar vorgelesen. Das ging mir so richtig ans Herz. Ich habe mich auch so richtig gesegnet gefühlt. Gott tritt mit uns in Beziehung und Gott tritt segnend mit uns in Beziehung.
Unter anderem immer dann, wenn ein Priester oder eine Pastorin da sind, die Segensworte den Menschen zusprechen, die Worte, die wir da gerade im vierten Buch Mose gehört haben und die wir auch am Schluss eines Gottesdienstes ganz oft zu hören bekommen. Den sogenannten priesterlichen Segen oder den sogenannten aaronitischen Segen. Der heißt so, weil der Aaron zugeschrieben ist, dem Bruder des Mose. Und Mose hat von Gott den Auftrag bekommen, beauftrage Aaron, das Volk Israel mit diesen Worten zukünftig zu segnen. Und Aaron ist der Erzvater, der Stammvater des Priestergeschlechtes. Und da ging das sozusagen mit diesem Segen los, der übrigens der älteste biblisch überlieferte Segen ist, den wir haben. Deswegen heißt er aaronitischer Segen, weil Aaron ihn sprechen sollte. Jetzt ist ein Segen auch mehr als nur Worte, die den Menschen zugesprochen werden. Ich habe, beziehungsweise Steffi hat eine Ausgabe der Elberfelder Bibel benutzt, die mit Kommentaren versehen ist. Also Elberfelder Bibel ist eine Bibelübersetzung, die sehr nah an den Originaltexten dran ist, also im Alten Testament sehr eng am hebräischen Originaltext und im Neuen Testament sehr nah am griechischen Originaltext. Deswegen sehr beliebt bei Theologiestudierenden. Immer wenn es ans Übersetzen geht und an die Griechisch- und Hebräisch-Klausuren. Diese Elberfelder Bibel, die ich habe, da stehen Kommentare bei zu den einzelnen Bibelversen. Und das ist ganz, ganz klasse, denn das erklärt eine ganze Menge. Erklärt zum Beispiel, was wir unter einem Segen zu verstehen haben. Dass ein Segen nicht nur aus Worten besteht, sondern ein Segen ist ein Wirkwort. Ein Wort, das Wirkung hat. Das ist ja viel mehr als Worte, die ich einfach nur sage. Und wenn Gott bei uns oder in uns etwas bewirken will, dann steht Gott natürlich in irgendeiner Form mit uns in Beziehung. Und aus diesem Text, aus dem vierten Buch Mose, erfahren wir auch, welcher Art die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen ist. Nämlich, Gott will unser Leben bereichern, fördern und tragen. Gott ist fürsorglich, Gott bietet uns Schutz an und Gott ist freundlich, ist uns gnädig zugewandt, Gott ist nicht zornig und Gott will Frieden für uns. Da steckt dieses Shalom hinter. Also nicht die Abwesenheit von Krieg, das ist nicht gemeint, sondern Gott will ein Leben, das gelingt, ein Miteinander der Menschen, das gelingt und das durch nichts behindert wird. So muss man sich dieses Shalom vorstellen. So beschreibt das der Kommentar in der Elberfelder Bibelübersetzung. Und für mich klingt das sehr nach einem Elternteil. Ne? Die Fürsorge wollen, dass es den Kindern gut geht. Ich habe meine Eltern so erlebt und deswegen denke ich da an Eltern, wenn ich diese Verse lese. Es lässt mich an einen Vater oder an eine Mutter denken. Aber nicht nur, da kommt ja auch Schutz drin vor. Und das lässt mich an einen König oder an eine Königin denken. Eine Königin hat ja nicht nur Macht über ein Volk, sondern ist ja auch verantwortlich dafür, dass es dem Volk gut geht und dass das Volk beschützt ist. Ein König will das Beste für sein Volk. Zumindest sollte es so sein. Und deswegen finde ich, schwingt das in diesem Segen auch mit. Also der Gott, der uns segnet, der etwas wirken will in unserem Leben, können wir uns als Vater oder Mutter vorstellen oder auch als König oder Königin. So, jetzt habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass ich mich nicht nur auf die männliche Form beschränke, wenn ich von Gott rede. Das ist auch einigen Leuten früher schon aufgefallen, gerade bei diesen Segensworten. Und dass ich mich nicht nur auf die männliche Form beschränke, das hat auch damit zu tun, dass Gott eine Gottheit der Beziehung ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auch eine weibliche Seite hat, je nachdem, auf welche Weise Gott sich uns offenbart, auf welche Weise Gott mit uns in Beziehung tritt und mit wem Gott in Beziehung tritt. Es gibt ja nicht nur Männer auf dieser Welt, es gibt auch Frauen, aber es gibt auch nicht nur Männer und Frauen, sondern es gibt auch Transgender-Personen. Es gibt Kinder, es gibt alte Menschen, es gibt junge Menschen und alles, was dazwischen ist. Es gibt Menschen mit weißer Hautfarbe, es gibt Menschen mit schwarzer Hautfarbe und mit gelber und mit roter und mit allen Schattierungen dazwischen. Und all das finden wir in Gott. Und es gibt kranke Menschen, es gibt gesunde Menschen.
Es gibt so viele Facetten und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott all das in sich vereint und dass Gott deswegen auch in der Lage ist, sich uns Menschen auf ganz, ganz unterschiedliche Weise zu zeigen, zu offenbaren, mit uns in Beziehung zu sein. Was mir dazu einfällt, ist der Schöpfungsbericht. Da steht es ja auch drin zum Beispiel, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Das heißt, wenn wir uns mal die Menschen angucken, dann haben wir schon einen kleinen Eindruck davon, womit wir es mit Gott zu tun haben. Wenn ihr dann mal so die ganzen Seiten ausklammert, die mit Egoismus, mit Hass zu tun haben, mit Neid, mit Machtgier, das sind Eigenschaften, die ich Gott nicht zuschreiben würde, weil ich daran glaube, dass Gott die Liebe ist. Punkt. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz viel von dem da, was auch uns Menschen ausmacht. Und dann kommt natürlich dazu, dass Gott auch eine göttliche Natur hat. Das ist natürlich etwas, was weit über das hinausgeht, was wir sind oder was wir auch begreifen können. Und deshalb bin ich, wie gesagt, fest davon überzeugt, dass Gott nicht nur eine Dreieinigkeit ist, sondern eine Vieleinigkeit. Kann man zum Beispiel drüber nachdenken, ne? Gott ist nicht nur ein Gott mit weißer Hautfarbe, sondern auch mit schwarzer. Oder ich würde sagen, Gott ist eigentlich ziemlich bunt. So. Auch was die Geschlechter betrifft. Ich habe es ja gesagt, Gott ist unglaublich vielfältig, Gott ist unglaublich bunt. Und ich glaube, dass Gott sich anderen Menschen auch nicht nur mit dem offenbart, was uns Menschen ausmacht. Da steckt noch viel, viel mehr hinter. Und genau aus dem Grunde, weil ich denke, dass Gott sich nicht auf dieses kleine bisschen Dreieinigkeit beschränken lässt, wie es in der Bibel rübergebracht wird, unter anderem durch diesen aaronitischen Segen, sondern weil ich denke, dass Gott sehr viel mehr ist, habe ich irgendwann angefangen, die Segensworte abzuwandeln, die ich am Schluss eines Gottesdienstes spreche. Zumindest im Kleinen ein Versuch zu zeigen, dass Gott viel, viel mehr ist als ein Herr. Und deshalb hört ihr den Segen von mir ganz oft in dieser Form. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten ihr Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Darin steckt der Grund. Und was ich damit sagen will, wenn ich euch diese Segensworte zuspreche, ist das hier. Gott wird ganz viel Liebe, Fürsorge und Frieden in deinem Leben wirken. Als Vater, als Mutter, als innere Stimme, als Freundin, als Retter, als Wegbegleiterin, als Naturschauspiel, als Engel oder als Engel in Menschengestalt oder vielleicht auch als Wort, als Gedanke, als Lied, als Gefühl. Wie gesagt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie Gott sich uns offenbaren kann, sich uns zeigen kann, mit uns in Beziehung stehen kann. Ja, und was ich mit diesen Segensworten auch ausdrücken möchte, ist, in welcher Form auch immer Gott euch begegnet, seid offen dafür, damit der Segen besser wirken kann. Denn Segen ist ja nicht nur ein Wort, es ist ein Wirkwort. Amen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen besser was mit dem Thema Dreieinigkeit anfangen könnt. Wie es sein kann, dass Gott drei ist oder vier oder fünf oder unendlich und auf der anderen Seite dann doch nur ein Gott. Dass ihr da ein bisschen was von Verständnis mit nach Hause nehmt. Und wir werden jetzt Fürbitte halten. Lasst uns beten. Dreieiniger Gott, du bist unser Schöpfer, Vater und Mutter unseres Lebens. Du beschenkst uns täglich neu mit Lebendigkeit. Du bist uns in Jesus Christus zum Bruder geworden, öffnest uns die Augen für deine Liebe. Du bist uns nahe im Heiligen Geist, der uns als Gemeinde zusammenruft. Wir bitten dich, dass du uns teilhaben lässt an deiner Lebendigkeit, dass du alles Leblose in und um uns überwindest,
dass du uns Kraft und Mut schenkst, allem zu widerstehen, das Leben behindert. Wir bitten dich, dass du uns mit dem Licht deiner Wahrheit erleuchtest, dass wir deine Liebe erkennen, dass uns der Zweifel genommen und unser Unverständnis überwunden wird. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort auf die Lippen legst, dass wir glaubwürdig sind in unserer Verkündigung, dass du unsere Ohren hellhörig und unsere Augen scharfsinnig machst, dass wir Einsamkeit hinter der Maske der Geschäftigkeit erkennen, die Traurigen trösten und für die Alleingelassenen da sind. Wir bitten dich, dass du uns Kraft schenkst, Kranken und Sterbenden nahe zu sein und ihnen beizustehen in ihrem Leid, dass du uns hilfst, bei den Trauernden Hoffnung auf dein Reich zu wecken, in dem alles Leid überwunden und der Tod besiegt ist. Und diese Fürbitten, die fassen wir jetzt zusammen mit den Worten des Vaterunsers. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, und natürlich sollt ihr den Segen auch mitnehmen, auch wenn ihr ihn schon gehört habt. Und denkt dran, er ist ein Wirkwort. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten ihr Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen ganz wunderbaren Trinitatis-Sonntag. Genießt ihn und habt alle eine gesegnete Woche und bleibt behütet. Und hoffentlich bis zum nächsten Sonntag hier wieder. Macht's gut.